Ich muss dich hier zu Ende bringen. Soweit ich gehört habe, die Herzen der Dunmer. Freut mich, euch hier zu sehen, Soldatin. Wir brauchen jegliche Hilfe, die wir bekommen können. Und ich bin froh, dass er es getan hat. Balred scheint nicht ohne Gegenwehr in seinen Käfig zurückzuwollen. Vater war sich sicher, dass Balred der einzige Weg war, die Bündnisarmee zu besiegen. Aber wie es scheint, war er ein wenig voreilig mit seinen Entscheidungen. Das Ritual, das mir Vater gab, um Balred wieder zu bannen, zeigt keine Wirkung. Irgendetwas stimmt nicht. Daedra strömen aus dem Vulkan hervor und ich mache mir Sorgen um die umliegenden Siedlungen. Wir brauchen Antworten. Und wir brauchen sie schnell. Die beste Idee dürfte sein, direkt zur Quelle zu gehen. Zu jenen Magiern, die Balred das erste Mal banden. Einige von ihnen sind in der Nekropole im Süden begraben. Jenem Ort, den man Otrenes nennt. Ich habe Onuja, einen Späher, losgeschickt, damit er herausfindet, was wir wissen müssen. Geht dorthin und helft ihm. Ihr habt mich erschreckt. Spielt ihr mir etwa einen Streich, Trockenhaut? Oh,
Dann ist es ja gut. Schön, mal eine freundliche Schnauze zu sehen. Das ist mir viel lieber als all die toten Gesichter in letzter Zeit. Wie kommt es nur, dass Elfen, wenn sie gestorben sind, nicht unter der Erde bleiben können? Nur ein paar alte Runen lesen, hat er gesagt. Er hat nicht erwähnt, wie umtriebig die Toten hier sein würden. Ihr seid die Sonne auf meinen Schuppen. Eure Antwort liegt mit Marvor Silurit begraben. Er hat vor langer Zeit die Brüder des Zwists gebunden. Wir brauchen sein Wissen. Aber ein Hochwohlgeborener wie er könnte... schwierig sein. Oh, man kann von einem Hochwohlgeborenen nichts verlangen. Ihr müsst ihm schmeicheln. Wenn wir respektvoll genug sind, wird er vielleicht erscheinen. Meine Schriftrollen sprechen von je einem Schrein auf der östlichen und westlichen Anhöhe. Ehrt ihn an beiden. Dann trefft mich im Zentrum von Otrenes. Geht und denkt daran. Versucht demütig zu klingen, wenn ihr Mavos Namen beschwört. Wenn ihr mich in der Mitte von Otrenes trefft, haltet euch bereit. Es gibt dort noch mehr zu erledigen. Mavos stammt aus uralten Zeiten. Und daher wusste er auch um uralte Geheimnisse. Was sonst? Er half, diese gefährliche Waffe zu binden, doch er starb vor langer, langer Zeit. Während der ersten Ära waren die Chima im Kampf gegen ihre Feinde so verzweifelt, dass sie die Brüder des Zwists erschufen. Seht euch an, was er an nur einem Tag angerichtet hat. Meine Schuppen verdorren schon, wenn ich nur an diese Hitze denke. Wer kann ihn nur befreit haben? Bei meinem Ei! Ihr habt mich erschreckt! Bitte lasst das! Wart ihr sehr demütig, als ihr um die Ehre von Mavos Gegenwart gebeten habt? Es wird Zeit!
Ehrt Marvos an dieser Feuerschale in der Mitte von Othrenis. Übrigens gieren die Toten nach eurem Blut, weil ihr es gewagt habt, einen Hochgeborenen zu stören. Ich werde hier drüben warten, bis ihr fertig seid. Er stört meine Ruhe. Bei euch sieht das so einfach aus. Zumindest das, was ich sah, wenn ich mich mal nicht versteckt oder wie ein Schlüpfling gejammert habe. Ich weiß, ich bin nicht mutig. Aber habt ihr seine Stimme gehört? Marvos ist zurückgekehrt. Er ist wichtig, also bekommt er auch das wichtig erscheinende Grabmal. Es ist die größte Krypta in der Nekropole. Ich werde meine Notizen zusammensuchen. Wartet nicht auf mich. Ihr seid also der Goan, der mich auferstehen ließ. Euer Anliegen sollte lieber unfassbar wichtig sein, denn sonst werde ich eurer fleischlichen Hülle Unaussprechliches antun. Das ist es? Ich war der größte Magier meiner Zeit, und ihr erweckt mich wegen etwas, das man auch in einem Buch nachlesen könnte? Es ist lächerlich. Aber ich sehe schon, ich muss meinem Volk erneut zu Hilfe kommen. Die Grabwürmer werden noch eine Weile auf euch warten müssen. Ich wusste, dass Skelette nicht ausreichen. Ich hätte einige Dedra beschwören sollen, um diesen Ort zu beschützen. Oder ein Feueradronachen. Das wäre gut gewesen. Ich habe es vergessen. Seht mich nicht so an, Wurm. Ich bin tot. Einzelheiten verblassen mit der Zeit. Wenn ihr es erfahren wollt, werde ich eine Vision der Vergangenheit beschwören. Dann werdet ihr es schon sehen. Ritualgegenstände. Ein Schädel und eine Kerze. Falls sie nicht von Grabräubern gestohlen wurden, solltet ihr sie in den Gruften im Osten und im Westen finden. Jede von ihnen ist durch ein Rätsel geschützt. Und nein, ich erinnere mich nicht an die Lösung. Viel Glück dabei. Ich kann das Ritual nicht ohne diese Gegenstände durchführen. Ich habe nicht einmal Hände, um sie zu greifen. Das ist ärgerlich. Östliche und westliche Grabmäler, Kerze und Schädel. Und was auch immer ihr tut, tut... nichts. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, könnte ich, wenn ich mich nur erinnern würde. Erinnerungen bringen nicht mehr viel, wenn man tot ist. Belästigt mich nicht mit Fragen, Wurm. Ich vergesse schon wieder, warum ich mich um die Lebenden scheren sollte. Es sind sehr persönliche Ritualgegenstände. Ich habe 2 Wochen lang geschuftet, um diese Kerze aus Quamafet herzustellen. Und der Schädel gehörte meinem Lieblingslehrling. Warum? Weil ich es gesagt habe.
Ja! Ihr habt den Schädel und die Kerze. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Ihr könnt kleine Gegenstände sammeln. Schön für euch. Tretet jetzt zurück, während ich das Ritual vollziehe. Ihr zweifelt an meinen Fähigkeiten? Falls es euch ein Trost ist, eure Überreste werden nicht schwer zu säubern sein. Ich hingegen bin bereits ein Geist, sodass es für mich kaum eine Rolle spielt. Gut für euch. Macht euch bereit. Balred ist zu stark. Überall Portale. Wir werden sterben. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Wir versuchen, Balred zu bändigen. Doch es öffnen sich immer wieder dädrische Portale.
All jene, die Balred überlebt haben, werden von den verfluchten Skampen niedergemacht. Nehmt, was in diesem Beutel ist, und werft es in die Portale. Das wäre meine Aufgabe gewesen, doch mein nahender Tod hindert mich daran. Sucht danach Magistra Enusa auf. Sie sollte nördlich von hier zu finden sein. Ihr seid nicht mein Akolyt. Wo kommt ihr her? Sehr mutig, Akolyt. Jetzt hört zu. Marvus kann nicht länger durchhalten. Er kontrolliert zwei mächtige Wächter Atronachen. Sie sollten in der Lage sein, selbst Balred festzuhalten. Zornesglut und Flammenglut. Geht zu den Feuerschalen. Beschwört sie und bringt diesen Tag zu Ende. Ausgezeichnet! Die Wächter sind hier! Zeit, diese Kreatur zu binden! Berührt den Altar! Balreds Kraft fließt in die Wächter. Er sollte gebunden sein, oder er könnte explodieren. Seid in jedem Fall auf alles vorbereitet. Also das ist passiert. Ich erinnere mich an viele sterbende Magier. Und da war auch irgendwas mit einem Schildzauber. Die Kräfte verließen mich, als ich ihn aufrechterhielt. Dann war da ein helles Licht. Danach ist alles verschwommen. Ja, im Hier und Jetzt müssen die Wächter zerbrochen oder zerstört worden sein. Dann ist es einfach. Repariert die Wächter und sie werden Balreds Macht wieder an sich ziehen. Danach könnt ihr Balred binden oder töten. Schnell! Ihr müsst euch beeilen! Es ist wahr.
Ich habe hier gekauert, aber ich habe die ganze Zeit gehofft, dass ihr überlebt. Habt ihr herausgefunden, wie man Balred binden kann? Aschberg. Geht Richtung Norden zum Berghang. Garün Indoril hat dort Truppen hingeschickt, um Balred zu erledigen. Sie müssten noch dort sein, falls Balred sie nicht alle getötet hat. Ich möchte das nicht herausfinden. Das Donnern des Berges hat uns alle beunruhigt. Balred ist irgendwo da oben. Ich hoffe, ihr habt gute Nachrichten. Ausgezeichnet! Meine Freundin, ihr seid ein wahrer Schatz und ein echter Segen für den Pakt. Ich spüre hier die Hand der Drei am Werk. Jetzt kommen die Dinge ins Rollen. Bei Vivek. Balred wird wieder gebunden. Die Atronachen? Nun, das ist schlecht. Ich habe sie mit Vaters Zauberspruch vertrieben. Wir waren sicher, wir könnten die Kreatur kontrollieren. Verdammt! Ich schätze, wir werden sie irgendwie erneut beschwören müssen. Sie warten jahrhundertelang über Aschberg. Wir müssen nur wieder ihre Aufmerksamkeit erlangen. Tötet Daedra, schneidet ihnen die Herzen heraus und verbrennt sie auf den Altären der Ruinen. Das sollte sie hervorlocken. Schreitet in Asche, erwartet euch an der Spitze. Viel Glück!
Wir werden die Stellung hier halten und sicher gehen, dass die Aschlande sicher sind. Ganz Steinfelle verlässt sich auf euch, meine Freundin. Für gewöhnlich kommen Daedra nur widerwillig nach Nirn. Doch der Aschberg hallt von den magischen Nachklängen der Gefangennahme Balreds wieder. Diese Macht und die Hitze der Lava ziehen sie an, wie Licht die Motten. Vater mag zu selbstsicher gewesen sein. Wir haben die Schutzzauber gebrochen und, wie ihr erfahren habt, die Wächter zerstört, als wir Balred in Davons Wacht beschworen haben. Vater war sich sicher, dass ich sie ersetzen könnte. Ich möchte ihn nicht enttäuschen. Für gewöhnlich kommen Daedra nur widerwillig nach mir.
Wirkliche? Wie interessant. Ihr wagt es, mich zu beschwören? Ihr werdet brennen. Der Wind hat... Der Wind hat euch mit unverbrannten Schuppen hierher getragen. Was machen wir jetzt? Kalter Regen auf meinen Schuppen. Wir werden die Ketten neu schmieden, die Garin und sein Vater gesprengt haben. Der Bruder des Zwists wird wieder zur Ruhe gebettet werden. Dies ist Magie, die ich fern von den Wassern meiner Heimat nicht verstehe. Ihr seid mutig, am Flussufer zu wandeln. Eine weise Frage. Ja, ich habe euch einen Fokus gebracht. Ein Totem, das euch bei der anstehenden Prüfung helfen sollte. Es ist ein Sturmtotem, das reines Wasser auf seine brennende Haut herabschicken wird. Balred ist wie eine gnadenlose Maschine, die Feuer und Tod bringt. Ihr werdet etwas brauchen, um ihn zu verlangsamen. Setzt das Totem ein und verlangsamt ihn. Dann sollte eure Aufgabe wesentlich leichter sein. Doch zuerst müsst ihr die Wächter beschwören, wie ihr es bereits gesagt hattet. Sonne auf euren Schuppen, meine Freundin.
Beendet es und lasst mich frei. Nun, ich merke schon, dass meine beträchtliche Investition nicht gänzlich vergeudet war. Seit unserem Treffen in Otrensis bin ich bei schrecklich klarem Verstand und sehr neugierig. Könnt ihr Balrit wirklich einsperren? Der Tod hat mir eine ganz besondere Sicht der Dinge verschafft. Und ich habe natürlich alle Zeit der Welt, meiner Neugier nachzugehen. Balrits Angriffe haben ihn Kraft gekostet. Ihr solltet ihn besiegen, solange er noch geschwächt ist. Ich spüre derzeit, wie er sich in der Caldera des Vulkans regt und Kraft aus den dortigen Lavaströmen zieht. Ja, aber ich bezweifle, dass das leicht wird. Wenn er einen Lavatümpel erreicht, wird Balrit Kraft zurückgewinnen. Da war noch etwas anderes. Lasst euch nicht von ihm anzünden. Ja, das solltet ihr unbedingt vermeiden. Wie ihr gesehen habt, lieben Skampen das Feuer und die magische Energie, die Balrit verströmt. Seid dort unten für weitere von ihnen gewappnet. Sobald wir seine lodernde Hülle zerstört haben, können wir ihn wieder binden. Und dieses Mal für immer. Beschwört jetzt die Wächter! Berührt Balrits Gefängnis, um sie hineinzuziehen! Ihr habt es geschafft! Die Wächter sind hier! Worauf warten sie? Hört mich an. Kehrt zu euren Aufgaben zurück. Balrit kann in der Welt der Sterblichen nicht existieren. Ihr müsst ihn wieder einsperren. Wir gehorchen. Vergebt uns, sterblicher Meister. Erfüllt eure alten Schwüre. Nehmt Balrit gefangen. Für eine Sterbliche habt ihr euch gut geschlagen. Ihr habt es selbst gesehen. Balrit, der Bruder des Zwists, ist für immer eingesperrt. Er ist an den Aschberg gekettet. Ihr habt das getan. Ihr habt getan, was ungezählte Magier viele Versuche und viele Fehlschläge kostete. Für eine Sterbliche seid ihr durchaus imposant.
Ja, ihr solltet mir danken. Ohne mich hättet ihr es nicht geschafft. Und das ist gern geschehen. Nun geht. Verschwindet von hier. Dies ist kein Ort für die Lebenden. Balred ist für immer gebunden. Kehren wir zum Aschberg zurück. Ihr habt das Unmögliche geschafft. Es war weise von mir, den Stein in eurem Geist zu sehen. Allerdings bin ich auch bekannt dafür, weise zu sein. Ja, Balred ist besiegt. Argonia, Dunmeer und Nord arbeiten zusammen. Man könnte fast glauben, wir hätten einen Pakt beschlossen. Der Sieg ist wie ein kühlender Regen, oder? Aber der Sturm tobt noch weiter. Balred mag gebunden sein, doch das Bündnis bedroht nach wie vor die Aschlande. Wir haben davon erfahren, dass an der Küste westlich von Ebenherz eine Großoffensive im Gange ist. Truppen des Pakts und des Bündnisses kämpfen nun um das Labyrinth aus Landkorallen, das man Vivex Fanfaren nennt. Die Dunkelelfen sehen die Korallen als Geschenk ihres lebendigen Gottes Vivec an. Ihnen zufolge hat er sie im Akavirischen Krieg gerettet. Doch das spielt jetzt keine Rolle mehr. Das Militär des Pakts könnte euer Können und eure Stärke im Kampf gebrauchen. Treibt ruhig den Fluss entlang, meine Freundin,